herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Roblox Lara. Heute ist ja Dienstag und eigentlich wäre ich heute live gewesen. Aber heute Abend kommt ein Update in Adopt Me und das würde ich so gerne mit meinen Freundinnen machen. Deswegen gehe ich heute leider nicht live. Aber ja, deswegen würde auf jeden Fall ein Video kommen. Und heute gibt es mal ein anderes Video. Und zwar werde ich TikToks nachstellen. Also ich werde TikToks nachmachen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit dem ersten an. Okay Leute, hier ist das erste TikTok. Da geht es darum, dass eine Person zu einem Noob sagt, dass er richtig poor ist. Und ja, dann zeigt auf jeden Fall der Noob alle seine besten Pets, also eine Mega-Neon-Turtle, das Mega-Neon-Uni, eine Mega-Neon-King-Bee, dann auf jeden Fall noch ein Mega-Neon-Dragon, ein Neon-Parrot, also echt mega, mega coole Pets, auch noch ein Frost-Dragon. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal nach. Okay, Leute, ich bin jetzt in Adopt Me drin, ne? Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach direkt mal mit dem Look, so. Okay, also wir werden erstmal das Gesicht machen. Da nehme ich einfach mal dieses hier. Jetzt werden wir auf jeden Fall das T-Shirt machen. Da würde ich sagen, nehmen wir das hier, so. Und dann werden wir auf jeden Fall hier bei der Hose. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das hier, so. Und bei den Haaren nehmen wir einfach mal diese hier. Okay, dann nehmen wir hier auf jeden Fall noch diese Hörner, so. Und dann nehmen wir auf jeden Fall hier bei der Brille diese Brille hier, so. Okay. Und die Laufart, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Pirat. So, okay. Den Look habe ich jetzt auf jeden Fall fertig gemacht. Und ja, jetzt werde ich mir auf jeden Fall ein Pet rausholen. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal diesen Ride Pinguin hier. Den nehme ich mal ganz kurz auf den Arm. Und jetzt mache ich den hier auf den Boden, dass er so neben mir steht. So. Und jetzt werde ich auf jeden Fall in den Chat schreiben. Hahaha, so poor. So. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt in den Chat geschrieben. So. Und ja, jetzt werde ich mir auf jeden Fall einen neuen Look machen. So. Okay, ich mache wieder den Pinguin weg. Und jetzt werden wir einfach meinen ganz normalen Roblox-Lara-Look nehmen. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mich hier hinstellen. Und jetzt hole ich direkt mal meine Neon-Giraffe raus. Hier. Auf die werde ich mich jetzt setzen. Okay, und jetzt werde ich auf jeden Fall so schreiben, what's my name? Okay, ich habe jetzt geschrieben, what's my name? So. Und jetzt hole ich auf jeden Fall meinen Bad Dragon raus. Hier. Okay, auf den werde ich mich jetzt auch setzen. Okay, jetzt werde ich wieder schreiben. What's my name? So, okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt wieder geschrieben. Okay, Leute, jetzt hole ich meinen Shadow Dragon raus. So, hier ist er. Darauf setze ich mich jetzt mal. So, okay, jetzt schreibe ich wieder. Aber jetzt schreiben wir was anderes, nämlich say it louder. So, ich habe das jetzt wieder geschrieben. So, und ja, jetzt hole ich auf jeden Fall wieder ein neues Pet raus. Nämlich hole ich jetzt meinen Frost Dragon raus. Jetzt schreibe ich wieder what's my name. So, okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt wieder geschrieben. So. Okay, Leute, jetzt hole ich auf jeden Fall meine Neon-Turtle raus. So. Okay, auf die setze ich mich jetzt mal. So. Und jetzt werde ich auf jeden Fall wieder schreiben, what's my name. Aber mit ganz, ganz vielen E's am Ende. So. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall geschrieben, what's my name. Also mit ganz, ganz vielen E's am Ende. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mein Mega-Neon-Koala rausholen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall schreiben, feel the power. So. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt auch geschrieben. So. Okay. Und ja, jetzt werde ich mich auf jeden Fall nochmal als dieser Böse verkleiden. Dann jetzt noch die Haare, dann wieder diese Hörner. Und als letztes jetzt auf jeden Fall auch nochmal die Brille. Und jetzt auch noch diese Laufart hier. So. Okay. Das habe ich auf jeden Fall jetzt auch gemacht. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall meinen Pinguin hier wieder rausholen. So. Okay, den werde ich wieder auf den Arm nehmen. Jetzt werde ich mich neben meinem Pinguin stellen. Okay, jetzt werde ich auf jeden Fall schreiben. Oh, oh mein Gott. Can I offer? Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt auch noch geschrieben. So. Okay. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Endergebnis. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Feel the... Okay, Leute, hier ist das zweite TikTok. Da geht es auf jeden Fall darum, dass ein Mädchen in dem Spiel Red Gull Engine auf jeden Fall ganz unten bei diesem Turm da so reingeht. Und dann geht es da so rein und dann kommt es da wieder raus und dann ist es in einem anderen Spiel. Und da ist dann ganz, ganz viel Wasser. Und ja, ich finde das echt mega, mega cool. Aber ich werde das ein bisschen anders machen. Erstmal mache ich mir so einen Anfänger-Look und wenn ich dann da so reingehe, so einen Robux-Look. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mir meinen Look mache. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier beim Avatar-Editor. Also ich werde mir jetzt erstmal meine Haare anders machen. Nämlich zu diesen hier. So. Jetzt meine Kleidung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier auf Hemden. So. Dann nehme ich einfach mal dieses hier. So.
Jetzt gehe ich auf jeden Fall auf Hosen. Und hier nehme ich einfach mal diese hier. So. Jetzt gehe ich auf Gesicht. So. Und hier nehme ich dann auf jeden Fall dieses hier. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall auf hier auf Hautfarbe. Die machen wir jetzt in Weiß. Und dann werde ich jetzt noch meinen Hut wegmachen. So. Okay, jetzt mache ich auch noch diese Ohren weg, so. Okay, jetzt sehe ich auf jeden Fall so aus wie so ein Anfänger. Und ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall in Red Cool Engine rein, so. Also, ich habe das jetzt eingegeben und da gehe ich jetzt mal rein, so. Ich bin jetzt hier drinne und ja, ich würde mal ganz kurz hier den Turm runterspringen, so. So, okay, also ich stehe jetzt hier und da gehe ich jetzt mal rein, so. Okay, und jetzt gehen wir hier wieder raus, so. Ich bin jetzt wieder hier beim Avatar-Editor und ja, ich werde auf jeden Fall zuerst dieses rosa T-Shirt hier anziehen. Dann werde ich auf jeden Fall auch noch dieses Sommersprossengesicht hier anziehen. Und auf jeden Fall diese schönen Haare hier. Ich finde die echt mega, mega schön. Dann noch diese Hose hier, diese blaue. Und dann noch so ein Butterfly-Head. Das ist echt auch mega, mega cool. Okay, es sieht jetzt so aus. Und jetzt werde ich auf jeden Fall noch meine Hautfarbe ändern. Zu dieser Hautfarbe hier. So. Okay, mega, mega cool. Und ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall wieder in Red Cool Engine, but it's underwater. So. Okay, Leute. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt hier drin. Und ja, jetzt werde ich ganz kurz runterspringen. So. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall hier einfach zum Beispiel in das hier. So. Und jetzt werde ich da so schwimmen. So. Okay, das mache ich auf jeden Fall jetzt. So. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt auch gemacht. So, jetzt schwimme ich hier noch so ein bisschen. Okay, jetzt ist auf jeden Fall dieses TikTok auch wieder fertig. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Endergebnis. Okay, Leute, hier ist das dritte TikTok. Und ja, da geht es darum, dass so ein Mädchen mit einem Luftballon so Schlittschuh fährt. Und dann kommt hier diese Brücke und dann springt sie so mit dem Luftballon da so hoch. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal nach. Okay, Leute, ich bin jetzt in Adopt Me. Und ja, ich würde sagen, ich gehe zu der Schlittschuhbahn. So, okay, Leute, also ich bin auf jeden Fall jetzt hier bei der Schlittschuhbahn. Und ja, ich hole auf jeden Fall jetzt diesen Herzluftballon raus, so. Okay, Leute, ich bin jetzt bei der Schlittschuhbahn. Und ja, da fahre ich jetzt mal hin, so. Okay, so. Und springen, so. Okay, mega, mega cool. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim Endergebnis wieder. Und zwar Losung. Und zwar verlose ich diese Ride Potion hier. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach Hashtag Ride Potion in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Fossilekin geschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Elisabeth Hansen. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Du hast das Fossil gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute, ich habe mir das jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.